Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, wir sind wieder mal auf der Kornwelt unterwegs auf unserer 18-Fach-Karte, die gelogen ist, weil es ist nur eine 16-Fach-Karte. Ich rede heute wieder um Blödsinn, gibt's ja gar nicht. Und wir sind bereits in Folge 183 und wir waren am Grasbach. So simpel ist es. Gras, Gras, Gras. Ja, hatten ja schon eine Ladung komplett fertig gemacht. Derzeit, wo jetzt unser Drescher dementsprechend den Rest vom Feld 33 macht, werden wir nebenbei auch noch weiter Gras machen. Ich wollte gerne diesen Wagen noch einmal voll machen und noch einen weiteren, dass wir wieder so ein bisschen Reserve haben, auch für die Futterproduktion für die Kühe und halt natürlich dann auch, um Gras direkt auch zuzufüttern bei den Kühen. Ja, und deswegen drehen wir jetzt unsere Runden sozusagen. 50.000 Liter geht rein in unseren Hänger und wenn wir drei Ladungen machen, haben wir 150.000 und der LKW nimmt 75.000 mit. Das heißt, dann können wir das mit zwei LKW-Ladungen hier abholen. Das heißt, ich werde den einen LKW, sobald wir diese Ladung hier abgegeben haben, dann auch auf den Weg bringen, sozusagen. So, ja, wir sind auf dem Weg zu Feld 35. Theoretisch gesehen hätten wir das Geld wahrscheinlich schon. Aber ich wollte gerne ein bisschen Reserve in der Kasse haben, in der Kriegskasse, bevor ich das Ganze mache. Und deswegen werde ich den Saatgutverkauf noch abwarten. Ne, der steht ja da, der Preis wird immer noch steigen. Da können wir auch gleich nochmal gucken, ob der jetzt schon die fünfstellige Marke erreicht hat. Oder ob er jetzt schon stehen geblieben ist, der Preis. Sobald er stehen geblieben ist, werden wir den Spaß verkaufen. Und dann werden wir uns auch das neue Feld kaufen. Das ist so die Idee. 35, das dürfte dann das Feld sein, was uns dann endlich von den Grenzformalitäten zwischen den Feldern da befreit, weil er dann nicht sagt, das gehört dir nicht, sondern das gehört uns ja eh auch, weil noch zueinander gehört. Da bin ich auch mal gespannt, wie das denn läuft oder funktioniert. Ich hoffe, dass dann alles klappt. Geht eigentlich mal von aus. So. Ja, 20.000 haben wir schon wieder drin, das ist wunderbar. Können zwischendurch mal gucken. Ja, wir sollten mal eine Runde anhalten. Ich lasse ihn jetzt aber hier so stehen, weil unser Drescher ist auf jeden Fall voll. Und ich gucke in die Richtung und da vorne steht er. So sieht's aus. Braucht zum Glück nur einmal ranfahren. Diesmal werden wir uns das Überladeproblem nicht geben, sondern ich habe gleich über 40.000 Liter drinne. Ich weiß genau, dass die nächste komplette Ladung hier nicht mehr reingeht, wenn er wieder dran ist. Deswegen werden wir das dann auch gleich zum Roadtrain bringen und gleich abladen. Ich weiß nicht, warum hier immer ein bisschen später das Licht anspringt. So kommen wir das wenigstens vor. Schon komisch. So, 40% noch, dann ist er leer. Das ist gut. Den Düngerproduktion zum Hof kommt jetzt gerade an, ja, da kommen wir ihn auf der Map auch kommen sehen. Den fahren wir gleich zur Seite. So, er ist leer, der dürfte jetzt loslegen wieder. Klappt an, ja, er liegt auch los, sehr gut. Dann fahren wir einmal mit ihm jetzt zum Roadtrain. Vielleicht jetzt erstmal mal die Plane zumachen, während wir unterwegs sind. Ich werde einmal ihn umkreisen und den Spaß dann leer machen. Ja, und wie gesagt, dann können wir auch schon den ersten LKW Richtung Gras unterwegs bringen, weil wenn wir den nächsten Ladewagen da voll haben, dann geht's ja schon los. So, ich mache schon mal das Rohr raus. Wir sind bei Waggon 3, das heißt, wir werden auf jeden Fall den Roadtrain nicht voll machen, weil im letzten Hänger gehen 60.000 rein. Er muss ja jetzt hier erstmal ein bisschen was reinmachen. Und dann schauen wir mal. Den anderen haben wir auch leer gemacht. Also haben wir noch ein Momentchen Zeit, bis wieder die Ladung kommt. So. Ja, 38.000 oder sowas bleiben dann noch über an Kapazität. Das ist doch okay. Ein bisschen nach hinten schon mal verteilen. So.
Da war ich vom Winkel nicht richtig rangefahren, da meinte er, er müsste stoppen. So, das kann aus, es ist nichts mehr drin, dann kann ich die Klappe aufmachen. Ich fahre einfach mal ein Stückchen in die Richtung, so, und jetzt lassen wir ihn stehen. Dann werden wir jetzt als erstes... gucken, ja, da produziert nach, das ist okay. Das dürfte aber immer noch nicht voll werden. Er soll hier als nächstes abfahren. Das werden wir aber jetzt nicht machen. Moment, stopp. Ich werde mal was ausprobieren hier. Ich werde die Straße sperren. Das ist schon mal eine gute Idee, finde ich. So, wir laden jetzt hier mal die Strecke. Und zwar, das ist dann Hof zum Graslager. So, habe ich geladen. Seht ihr auch. Und jetzt sage ich, er soll einfach am nächsten Wegpunkt starten. Dann fährt er hier nämlich einfach los. Und weil wir auf dem Weg dahin sind. Ne? Also wir sind ja schon über die Brücke über hin. Er braucht den Restweg jetzt hier noch alleine fahren. Das ist auch eine super Sache, finde ich. Er hier steht im Weg. Hier werden wir den Abfahrer entlassen. Strecke ausmachen. Das ausmachen. Motor starten und fahren ihn mal zur Seite. So, oder? Ne? Und lassen ihn hier mal ein Momentchen stehen. So, das haben wir auch. So, ja, da bin ich wieder. Gab einen kleinen Real-Life-Schnitt, leider. Bitte das zu entschuldigen. So, gucken mal. Wie weit ist es? Er ist noch nicht so weit. Dann sind wir, oh. Aha, der hat die Route erreicht. Das heißt, er dürfte eigentlich, du musst umdrehen, da hinten irgendwo stehen. Ne, da hinten irgendwo stehen. Ja, da hinten sehen wir auch ein paar extra Lichter. Das ist doch okay. Ja, unser Rapspart ist ein Drittel voll. Er ist zwei Drittel voll. Das heißt, wir können hier ruhig noch eine Runde Gras machen. Das ist kein Problem. Oh, wir können sogar so weit gehen, dass wenn wir jetzt hier die 25.000 voll haben, dass wir die schon abliefern. Und dann kann der LKW schon wieder zurück mit dem Gras. Das ist, glaube ich, auch keine schlechte Idee. Ich fahre jetzt hier mal noch einen kleinen Bogen hier so hoch. Dass er hier die letzten... Meter noch Met. Hier noch eine kleine Ecke. So, und das laden wir jetzt hier ein. Dafür mache ich den Spaß mal hoch und aus, damit auch die Schrägen hier hochkommen, ohne anzuecken. So, Dolle. Das hier raus. Das ist schon mal gut, wunderbar. Weiche ihn hier mal nur ein bisschen zur Seite. So. Und steigen aus und dann flitzen wir hier rüber. Hier steht der gute Ankömmling, Bild am Blinken. So, und Abfahrer entlassen, Strecke aus. Dann können wir auch gleich Graslager zu Hof laden. Die Strecke fängt da vorne an. Und jetzt werden wir uns aber fix das Gras hier holen. So. Wirklich ranfahren hier. So, eigentlich dürften wir, soll ich grad sagen, ein bisschen mehr wie 72.000 Liter, wie 75.000 Liter hier drin haben. Das ist ja genau das, was er hier aufnehmen will. Das sollte also klappen. Fahr ein bisschen vor und verteilt sich das ein bisschen besser. Da. Hinten noch ein bisschen. Schon haben wir ihn voll. Sorry für das Geräuspere. Dann machen wir hier den Spaß mal eine Runde zu. Ich werde hier schon mal auf die Steuerung stellen. Am ersten, ups, da waren wir schon, am ersten Wegpunkt starten. So, einstellen und aktivieren, dass er am Schluss das Ganze machen soll. So, da sitzt der Fahrer drin, da sehen wir. Jetzt fährt er selber bis zu dem Punkt hin und dann wird er selber die Klappen wieder schließen und wieder losfahren. Warum er sie denn vorher aufmacht, ja. Auch eine schöne Geschichte, wissen wir auch nicht, ne? So. Motor an und runter damit.
Und an und runter damit und los geht's. Ja, mal sehen, sieht man so halbwegs, wo wir gewesen sind. Ja, da waren wir schon. So, dann wollen wir die Spur hier mal weitermachen. Auf gut Deutsch können wir jetzt wieder von vorne anfangen, drei Ladungen reinzumachen. Oder wir machen jetzt eineinhalb Ladungen noch rein oder wie auch immer. Auf jeden Fall werden wir jetzt nochmal trotzdem noch eine kleine Pause machen. Mal gucken müssen, wo ist der Drescher da vorne? Glaube ich, oder? Ja. Oh, das habe ich geklickt. Wollte ich gar nicht. Macht nichts. Kriegen wir halt auch mal schon. Na, da fährt er jetzt mit dem Gras zurück. Ja, dahinter, hinter dieser Brücke ist ja schon unser Hof. Da ist er gleich schon zu Hause. So, da ist der Drescher. Und hier ist der Abfahrer. So, wunderbar. Das klappt doch. Einmal fix um die Ecke gezischt hier. So. Wieder mal her mit dem guten Zeug. Wenn ich auf den Groschen richtig gefahren wäre, dann wird es auch klappen. Irgendwann steckt im Verkehr fest. Ende der Route erreicht. Ich muss jetzt so fahren, dass ich noch gleich losfahren lassen kann. Deswegen sieht das jetzt ein bisschen komisch über die Ecke gezogen aus. Wir lassen ihn noch gleich vorbeifahren, dann kann ich gerade einfach rausfahren aus dem ganzen Spaß hier. Kriegen wir dann schon hin. So super viel ist es ja nicht mehr, wie ihr seht. Ne? Da vorne ist schon die Schlusskante und dann können wir auch dieses Feld hier passend bearbeiten lassen. Ah, kommt super. Kommen simpel an uns vorbei, das ist auch genau richtig. Weiter geht's und wir fahren einmal hier hinter weg und bleiben hier stehen und lassen mal überraschen, wann er uns das nächste Mal haben will. So, gut, wir kommen zu den LKWs. Er kann schon wieder ein bisschen nachfüllen, aber leider noch nicht voll. Aber es wird sich in den nächsten Folgen ergeben. So, da ist der Gute. Abfahrer entlassen, das weg, das an, Motor anschmeißen. Und dann können wir ihn wieder auf den Platz stellen hier. Ne, gar nicht, den brauchen wir gar nicht auf den Platz stellen. Den hätten wir auch vorher anhalten können schon. Weil er wird ja der Abfahrer hier bei der 45. Deswegen werden wir ihn jetzt mal zurückfahren hier. Hatte ich fast vergessen. Ach ne, Quatsch, er hat das Gras noch drin. Oh, ich mache nur Blödsinn heute, das gibt's doch gar nicht. Hier ist überall ein Zaun rum. Wir müssen erst das Gras abliefern und dann ihn wieder zurückfahren, dass er die, dass er bei der 45 den Abfahrer dann macht für die Sonnenblumen. Hast vergessen. So, laden das Glas, ja, das Gras eben schnell hier ab, weil wir haben hier noch einen Abfahrer, der steht auf der anderen Seite und will mich ja gerade das Mischfutter einladen, was noch nicht ganz fertig ist. So simpel ist es, ja. Kriegen wir mal alles hin, würde ich sagen. Machen wir schon. So, gut. Können wir die hier nochmal rumheizen. So, sehr schön. Und hier nochmal rum. Hier nochmal rum. Und dann fahren wir mit ihm wieder rüber. Und stellen ihn wieder ans passende Feld. Ja, hier die 34, da warten wir auch noch auf den nächsten Klick. Da müssen wir gleich mal gucken. Kann sein, dass das, dass wir da in den Morgen reinarbeiten sozusagen. Da müssen wir mal schauen. So, ja, ich werde jetzt einfach ihn hier an der Straßenkante stehen lassen, weil ich nicht genau weiß, wo jetzt erstmal was abladen muss. So, dann passt das Ganze. Er steht, das sind die Züge. Wie sieht es mit unserem Raps-Part aus? Der ist bei 42%, das ist auch alles okay, dann fährt er. Und wir sind wieder bei dem Kollegen hier. Den brauchen wir jetzt nur, die Gerätschaften sind noch unten, nur anmachen und dann können wir schon wieder weiterfahren. Und machen zwischendurch Gras, Gras, Gras.
Gras, Gras, das auch bei den Schlangenlinien zu fahren. Aber im Dunkeln ist halt auch nicht mehr so einfach zu sehen, wo wir schon gewesen sind. Und man will ja nicht zu große Spuren überlassen. So weniger wird es halt, ne? So. Aber es geht und es fährt und es läuft und es tut und es hat Platz und es macht. So soll es sein. So, Leute. Ja, können wir ein bisschen besser gucken hier, wo wir schon gewesen sind. Ja, aber mit dem Gucken, wo wir schon gewesen sind, kommen wir auch leider schon wieder langsam ans Ende der ganzen Geschichte. Hier sind wir schon wieder durch mit der Folge. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen passenden Daumen da. Ich würde mich auch sehr über ein Abo freuen und ein Teilen wäre super. Wie gesagt, alle anderen Quoten sind erfüllt, damit ich meinen Kanal wieder so führen kann wie vorher. Das Einzige, was fehlt, sind tatsächlich noch ein paar Abonnenten. Wäre also sehr schön, wenn ihr mich damit unterstützen könntet. Würde ich mich sehr darüber freuen. Bedanke mich recht herzlich bei all denen, die mich schon die ganze Zeit unterstützen. Hoffe, dass ihr es auch weiterhin tut. Und bedanke mich natürlich auch bei all denen, die frisch neu dabei sind. Ja, testet auch meine neuen Let's Plays, die rausgekommen sind. Würde ich mich auch sehr darüber freuen. Und dann sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal.